Kollege Guido Heil für ein Minute. Herr Präsident, Herr Kommissar, ich bin Ihnen unglaublich dankbar, dass, nachdem ich angekündigt habe, das Thema Obdachlosigkeit auf die Tagesordnung zu setzen, dass wir nun endlich über dieses wichtige Thema sprechen. Also ich war die letzten 3 Jahre unterwegs auf der Straße. Ich habe Obdachlose betreut in meiner Heimat im Ruhrgebiet. Und seit ich Mitglied dieses Parlaments bin, seit 6 Monaten, habe ich mich auch um Obdachlose in Brüssel gekümmert und in Straßburg. Und ich kann Ihnen sagen, was ich da erlebt habe, ist entsetzlich. Ich kann jeden von Ihnen mal einladen, mit mir eine Tour zu machen unter den Brücken von Straßburg. Unter den Brücken von Straßburg, da geht es nicht romantisch zu, das kann ich Ihnen versichern. Da herrscht Not und Elend. Wir erleben in Europa eine humanitäre Katastrophe, von der mittlerweile 3 Millionen Menschen betroffen sind. Obdachlosigkeit ist die Pest des 21. Jahrhunderts. Und es ist nicht nur so, dass wir kein Mittel dagegen haben. Wir ignorieren dieses Riesenproblem. Ich habe erlebt, dass Menschen über Obdachlose einfach drüber steigen. Sie werden gar nicht mehr wahrgenommen. Wir haben keine Lösung. Noch nicht mal ansatzweise. Wir müssen uns diesem wichtigen, echten Problem endlich annehmen. Danke.